Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns an, wo der liebe Xur dieses Wochenende ist. Und zwar beim Wächtergrab auf Nessus, auf dem Schiff, wo er immer ist, wenn er hier auf Nessus ist. Wir schauen uns auch an, was er alles dabei hat und ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Gut, in der Regel lohnt es sich immer, wenn man ja gewisse Sachen noch nicht hat. Aber ich glaube, dem einen oder anderen ist es noch wichtig zu sehen, was er dabei hat und ob es sich lohnt, ihn überhaupt zu besuchen. Nun gut, hier steht der werte Herr und dabei hat er Folgendes. Wie immer ein exotisches Engramm, wo wir dann natürlich zufällig Exos rauskriegen können. Dann die Traktorkanone mit einer unglaublich starken Fähigkeit. Das heißt, diese hier sollte man definitiv haben. Wenn ihr die noch nicht habt, kauft sie. Sie verstärkt den Schaden auf Feinde doch erheblich und ist im Allgemeinen extrem gut. Das heißt, das Ding definitiv holen für PvE. PvP ist sie witzig. Aber ja, bedingt einsetzbar. Sie wird zwischendurch mal gespielt im PvP, weil sie doch eine gute Reichweite hat. Gibt aber auch andere Sachen, die da mithalten können. PvE aber ein starkes Teil. Der Schatten des Drachen, sehr, sehr stark für den Jäger grundsätzlich, weil das Ausweichen hier nochmal verstärkt wird, beziehungsweise sehr, sehr stark. Es ist nützlich. Man kann es brauchen. Es wird von den einen oder anderen hier und da gespielt. Es ist kein Must-Have-Exo, aber man kann es auf alle Fälle brauchen. Das heißt, die Jäger, die es noch nicht haben, einfach mal holen, ein bisschen ausprobieren. Schadet auf alle Fälle nicht, um die Sammlung zu vervollständigen. Sternenfeuerprotokoll gibt hier eine Fusionsgranatenerhöhung, also ist für den Warlock, die ja, eigentlich recht stark ist. Ich sag mal, im PvE kann man das gut brauchen, weil man hier und da damit Granaten feiner töten kann und das Ganze dann schadenstechnisch hochgeht, beziehungsweise Fusionsgranaten eine zusätzliche Ladung kriegen und das Rift verstärken. Kann man also brauchen. PvP ist es eher nicht sowas. Dann Wurmgott Berührung. War eine Zeit lang extrem verbuggt, wurde aus dem Spiel rausgenommen, dann wieder reingebracht, dann wieder rausgenommen und wieder reingebracht. Nun ist für den Titan ist eigentlich ein extrem starkes Exo. Im PvE wird es wahnsinnig gerne gebraucht, um im Nahkampf extrem viel Schaden rauszuhauen. Es gibt sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten mit diesem Exo. Das heißt, wenn ihr es noch nicht habt, holt es, kauft es, bestellt ein paar Kombinationsmöglichkeiten und ja, findet raus, das Ding hat es wirklich in sich. Gut, das war's eigentlich von dem lieben Xur. Wir machen hier noch ein exotisches Engramm auf, um zu gucken, was ich Schönes drin habe. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gekriegt habt. Phoenix-Protokoll. Ja, jetzt ist es leider verschwunden. Jetzt sehe ich nicht, was für einen Wert es hat. Aber ihr seht hier, ich habe 49 und 57. Das heißt, hier könnte man mal in die Kommentare schreiben, was ihr gekriegt habt und was für einen Gesamtwert es bei euch hat. Gut, das war's auch schon. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.